herzlich willkommen zu einem Trax-Show-Special zum Thema Bewegung und Sport. Und hier im Hintergrund mit dem vorgeschriebenen Sicherheitsabstand. Jawohl! Seht ihr den Alex Böhm, unseren Sportlehrer aus der Reichsapfelgasse, und seinen Sohn Aram. Und die helfen uns ganz viel, euch tolle Bewegungsübungen vorzuzeigen. Auf geht's, Trax! Ass! Ich auch! Wir beginnen mit Kopf ganz einfach nach vorne und zurück. Leicht durchstrecken den Hals, aber nicht schnelles Tempo, das geht alles schön langsam. Man kann den Kopf auch kreisen, und zwar in beide Richtungen. Wir können die seitliche Nackenmuskulatur auch leicht dehnen. Das machen wir in dieser Form, dass wir den Arm an den Kopf legen und dann einfach anziehen und diese Position in nicht unangenehmer Stellung einfach halten. Bitte nicht auslassen und den Kopf zur Seite schnalzen lassen, sondern gegen leichten Druck der Hand nach oben führen. Das Ganze dann mit der anderen Seite. Schulterkreisen ist auch eine gute Mobilisierung und Aufwärmübung für die Schultermuskulatur. Das kann man in beide Richtungen machen. Arme rückwärts schwingen, beide gleichzeitig. Achte darauf, dass beide Arme durchgestreckt sind. Dann rückwärts kraulen. Und wenn das gut funktioniert, versuchen wir die Arme gegengleich zu bewegen. Arme vor den Körper halten. Ein Arm bewegt sich rauf, der andere runter und dann noch immer nach ein paar Mal drehen wechseln. Du drehst einen Arm nach hinten und den anderen Arm in die gegengesetzte Richtung nach vorne. Dann wird langsam gewechselt. Wie du siehst, Aaron bewegt einen Arm nach hinten, den anderen nach vorne. Wichtig ist, dass du den Oberarm drehst, nicht nur die Hand und den Unterarm. Weiter geht's mit einer Übung namens Roboter. Hier wird abwechselnd, die Arme werden gegengleich gedreht. Dann geht's auch schon mit Beinheben dazwischen. Alles gut für die Balance. Die nächste Übung ist Laufen am Stand. Aber du wirst schon merken, du musst jetzt auch mitzählen. Also es ist ein bisschen Mathematik dabei. Und los, Aram. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3, 10. Jetzt ist es wichtig, immer bis 3 zu zählen. Und bei 1 geht der Schritt immer zur Seite. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, das schneller. Und wer das beherrscht, kann dann noch schneller werden. Bei der nächsten Übung wird abwechselnd das rechte Knie zum linken Ellbogen und das linke Knie zum Ellbogen gezogen. Und wichtig dazwischen die Zwischenschritte. Also es ist eigentlich eine Übung, die im Laufen passiert. Ebenfalls eine 1-2-3 Übung ist am Stand laufen. Und immer bei 1 einen Kick nach vor. Ist auch für die Fußballer gut geeignet, dass sie nachher den Ball gut treffen. 1. Hier haben wir eine Schwunggymnastikübung. Zeigt uns der Aram hier. Immer so 5 Wiederholungen auf jeden Fall mit einem Fuß. Dann kommt der Fußwechsel.
Und es ist immer ein leichter Zwischensprung dazwischen, das sieht man hier, weil sonst geht es sich ja auch gar nicht aus. Die nächste Übung für Balance ist der Kranich. Das zeigt uns hier der Aram. Fußstrecken nach vorne, seitwärts ausdrehen, Fußstreckung hinten, Fuß hinten abwinkeln. Und wieder absenken. Und dann mit dem anderen Fuß. Knie heben, Fußstreckung, ausdrehen nach hinten, Knie abwinkeln und absetzen. Bleiben wir gleich in der Tierwelt. Kraniche fressen Frösche. Und hier haben wir schon den Frosch. Und wenn der Frosch flüchten muss, muss er wegspringen. In einen Strecksprung. Der Hampelmann, eine sehr gute und auch beliebte Übung, geht natürlich ganz leicht, Arme und Beine gleichzeitig auseinander. Und der Aram zeigt uns jetzt ein paar anspruchsvollere Varianten vom Hampelmann, nämlich vor, rück, seit oder hinten über Kreuz. Vor, rück, seit und über Kreuz. Ebenfalls zum Aufwärmen eignet sich das Schnurspringen ohne Schnur. Man kann ein bisschen höher springen dabei, wenn man will. Und eine gute Übung fürs Aufwärmen ist der Holzhacker. Da stehen wir in einem leichten Gretstand, schauen, dass die Knie möglichst gestreckt bleiben und dann schwingen wir die Arme von oben so weit wie möglich durch. Es muss nicht hohes Tempo sein. Wir berühren jetzt abwechselnd gegengleich mit der Hand, mit den Fingerspitzen, die Fußspitzen und schauen, dass der Körper immer dazwischen aufgerichtet wird. Bei dieser Übung geht es darum, hinter dem Körper mit der Hand gegengleich zur anderen Ferse zu greifen. Wer koordinativ mit einem Ball arbeiten möchte, kann auf dem Ball tanzen. Und zwar anfangs mit Mitzählen, nachher ohne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wenn man das Ganze mit Fußwechsel machen möchte, kommt eine 7 dazu. Da wird dann der Fuß umgestellt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Als Vorbereitung für die Liegestütz versuchst du immer umzugreifen, das heißt Hände wandern hinaus, bleib gespannt, bleib im Gesäß gespannt, im Rücken gerade, nicht durchhängen, dann versuchst du Arme einmal die Hände zueinander zu drehen, dann die Hände nach vorne, seitlich und nach hinten. Wiederhole dies 5 bis 10 Mal und dann mach eine kurze Pause. Für die Kräftigung der Oberarmmuskulatur und der Bauchspannung ist der Liegestütz eine ganz geeignete Übung. Am besten immer 5 und dann ein bisschen ausrasten. So Alex, kann man das auch mit einem Trax machen? Richard, das war nicht lustig! Als nächste Übung, um die Rückenmuskeln zu kräftigen, abwechselnd das Bein heben, halten bis 5 zählen und dann wechseln. Du zählst bis 5, hältst das Bein, versuchst stehen zu bleiben und dann zu wechseln. Aus dieser Position kann man auch den Skorpion machen, indem du das Bein nach vorne ziehst und versuchst den Boden nicht zu berühren. Abwechselnd einmal rechts und links. Und kurz in der Position verharren. Die nächste Übung beginnt aus der Hocke. Ein Strecksprung nach hinten in die Liegestütz und dann ein Strecksprung nach oben.
Also Strecksprung in den Liegestütz war natürlich ein bisschen übertrieben. Das ist der sogenannte Liegestützkreis oder auch Liegeseitstützkreis. Und unser Aram zeigt uns das hier super. Das macht man einmal in eine Richtung und dann zurück, bis man wieder in der Ausgangsposition ist. Jede Position wird eine kurze Zeit lang gehalten. Für die Bauchmuskulatur und Körperspannung wichtig ist die Übung namens Plank oder auch Deutsch Brett. Da wird die Position einmal gehalten in der Spannung. Hier ist die Fortführung schon aus dem Plank in den Liegestütz, aus dem Liegestütz wieder ins Plank. Geht auch mit Bein anheben aus der Plank-Position. Wichtig ist immer nur die Körperspannung und Arm und Bein abheben und sogar damit wippen, das sind dann schon die Profis. Die nächste Übung ist der Superman. Da wird abwechselnd gegengleich Arm und Bein gehoben, also jetzt rechtes Bein, linker Arm, jetzt kommt linkes Bein, rechter Arm. Wichtig, Beinstreckung bis zur Zehenspitze, Armstreckung. Dann wird wieder umgegriffen. Und es geht dann auch schon ein bisschen anspruchsvoller. Wir gehen in die Superman-Position, führen jetzt Knie und Ellbogen unterm Körper zusammen, gehen wieder in die Superman-Position, führen wieder Knie und Ellbogen zusammen, das Ganze immer dreimal, dann absetzen und mit anderen Arm und Fuß. Weiter geht's mit einer Übung namens Zelt. Aus dem Stand werden die Füße, die Hände gerade runtergeführt, dann in die Liegestützposition, einmal absenken und jetzt die Füße wieder zu den Armen nach vorbringen. Möglichst gestreckte Knie, das macht der Aram hier ausgezeichnet und es geht natürlich gleich weiter. Füße nachführen, Zelt immer ungefähr 5-mal am Stück. Die nächste Übung nennt sich der Krieger, beginnt aus dem Stand, ein Schritt vor, wir gehen in die Telemarkstellung, das Knie wird also abgesenkt und dann wird einmal der rechte Arm hochgedreht, einmal der linke Arm oder umgekehrt, dann wird das hintere Bein nachgeführt und wir beginnen mit dem anderen Schritt nach vorne zu machen. Und das Aufdrehen, einmal der eine Arm, dann der andere Arm, Fuß nachführen. Und wieder auf die andere Seite. Wir machen das auf jede Seite dreimal. Eine sehr gute und wichtige Übung ist auch der Beinachsenstern. Da halten wir zunächst einmal stabil den Beckengürtel. Dann beginnt es mit Schritt nach vor, Position halten. Beistellen, anderer Fuß, Schritt nach vor, halten, beistellen, Seitschritt, nicht zu machen, Fußhaltung immer parallel, beistellen, Seitwärtsschritt und beistellen. Diese Übung nennt sich Two-in-One. Aus der Stützposition auf einem erhöhten Untergrund, wenn es keinen gibt, kannst du es auch mal ohne probieren, zumindest diese Übung, wird das bodenfernere Bein abgestreckt. Wird natürlich auf beide Seiten gemacht. Und die zweite Variante ist, das bodenfernere Bein ist nur auf der Bank und das untere Bein wird unten rangeführt. Eine ganz wichtige und beliebte Übung ist die Kniebeuge. Wichtig ist die gesunde Ausführung. Und zwar gesund deshalb, dass man versucht, sich hinten runterzusetzen
und die Knie bewegen sich nicht über die Zehenspitzen. Zur Balance gehen die Arme vor dem Körper und du gehst so weit hinunter, dass du dich mit dem Oberkörper auf die Oberschenkel legen kannst. Diese Position verharrst du kurz, in der bleibst du und gehst dann wieder langsam hinauf. Ganz aufrichten und wieder hinuntergehen. Den Oberkörper in der Rückstützposition strecken und dann Beine anheben oder abwinkeln. Im Schwebesitz, also nur der Po berührt den Boden, Scherenschlag, abwechselnd den rechten über den linken und den linken über den rechten Fuß bringen. Jetzt haben wir den Ruderer. Während die Beine angezogen sind, sind die Arme vorne. Wenn die Beine gestreckt sind, sind die Arme abgewinkelt. Bei dieser Übung brauchst du wieder ein Familienmitglied dazu. Du siehst schon, hier heißt es ordentlich Bauchmuskeln anspannen und die Füße sollen sich in der Mitte nicht bewegen. Noch schwieriger wird es, wenn beide die gleiche Bewegung machen sollen, mit Sohle an Sohle. Da sind die Kreise dann natürlich kleiner. Als nächster zeigt uns Aaron den Wurm. Arme durchstrecken, Beine durchstrecken, dann so spannen, dass die Schultern vom Boden weg sind und die Oberschenkel weg sind. Und dann versuchst du zu wippen. Sollte das zu einfach sein, dann gibt es auch eine schwierigere Version des Wurmes. Die werden wir gleich von Aaron sehen. Bitte aufpassen, wenn du das in der Wohnung machst, dass keine Gegenstände im Weg sind. Diese Übung ist eine Bauchmuskelübung, die dann ein bisschen erschwert wird mit deinem Ball als erster. Der steht, zählt. 1, Beine hinauf und wieder hinuntergeben. Wenn möglich, den Boden nicht berühren. 2 und wieder runter. Lass die Beine ganz gestreckt. 3, 4, 5, 6. Beim nächsten Mal nimmst du einen Ball. Probierst den Ball festzuhalten. 1 und mit dem Ball hinuntergehen. Und wieder hinauf. 2, 3. Mit einer Reaktionsübung geht's weiter. Ich habe hier im Hintergrund den Trax, der wird jetzt dem Aaron jeweils eine Farbe ansagen und der Aaron muss dann ganz schnell das Ding dieser Farbe berühren. Ihr seht, es gibt 4 Farben: Gelb, Orange, Rot und Violett oder Lila, sagen wir Violett. Trax, bist du bereit? Okay, Trax, bitte gib die erste Farbe. Gelb, Orange, Rot, Violett. Trax, machen wir es für den Arm ein bisschen schwieriger. Wie wäre es mit 2 Farben? Okay. Orange, Gelb. Gelb, Rot. Violett, Gelb. Probieren wir es mit 3 Farben. Aram ist bereit. Jetzt sag ich mal die Farben an. Gelb, Orange, Rot. Violett, Gelb, Rot. Rot, Gelb, Rot. Man kann diese Übung auch machen mit Vertauschen. Das heißt, da müssen dann die 2 Farben vertauscht werden, die gerufen werden. Orange-Rot, Violett-Rot, Gelb-Orange. Erste Übung,
durch die Beine den Ball durchschwingen und eine Achterbewegung machen. Eine Acht. Versuch, dass der Ball nicht am Boden fällt. Wenn das gut gelingt, versuchst du den Ball in der Mitte zu fangen. Er darf aber auf den Boden aufspringen. Sollte das auch noch zu einfach sein, versuchst du den Ball in der Luft zu fangen. Einer verschränkt hinten den Arm. Zuerst mit Kommando. Eins. Ball nur fallen lassen. Eins. In Kopfhöhe halten. Eins. Dann variieren wir den Ball. Eins. Eins. Und dann ohne Kommando. Wenn es zu schwer ist, lässt du den Ball von weiter oben fallen. Wenn es zu einfach ist, von weiter vorne. Arme werden hinten verschränkt. Bevor geworfen wird, gibt man das Kommando. Eins. Zwei. Drei. Dann ohne Kommando. Wenn das gut geht, kann man auch die Höhe kombinieren, ohne Kommando. Schwierigere Übung, Arme hinten verschränken. Reaktionsübung, Ball wird in die Höhe geworfen, mit Kommando. Jetzt. Jetzt. Dasselbe, ohne Kommando. Versuch vorher zu stehen, je nachdem wie hoch der Raum ist. Hier auch mit dem anderen Ball versuchen. Was ihr zu zweit machen könnt, ist folgende Übung. Abwechseln einmal rechts über links. Dax will auch mitmachen! Aber gerne, mein gefiederter Freund. Sicher, das ist überhaupt nicht mehr lustig. Der Abwechslung hochwerfen. Wichtig ist, den Ball nachschauen. Wieder schön mit der Hand übernehmen. Seitenwechsel. Ihr werdet merken, es ist ein Unterschied, ob es ein großer oder ein kleiner Ball ist. Der große Ball wird geworfen, der kleine Ball wird mit der anderen Hand übernommen. Die eine Hand, in dem Fall meine rechte, wirft immer und die linke übernimmt immer. Auch hier empfiehlt sich natürlich ein Richtungswechsel. Alle diese Übungen kann man auch mit Boden aufmachen. Oder sogar kombinieren. Also ihr seht, mit zwei Bällen kann man ganz viel machen. Oder auch mit einem Ball und einem Raden. Das meinst du jetzt aber nicht ernst. Oh doch, Drax. Also jetzt haben wir bewiesen, dass Drax fliegen kann. Und wir vier wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen. Also, ich hatte nicht nur Spaß.